Offensiv ist aber zunächst der Gegner unterwegs. Anderlecht mit Refailov. Oh, Tunnel. Und dann geht's schnell. Arnstadt hat Platz und sieht Verzieht. Erster Abschluss nach einer Viertelstunde. Aber Ibe wird weiterhin zurückgedrängt. Der nächste Angriff rollt mit Refailov. Aber der wird gestoppt. Und wie? Kamara mit einem Tackling am Limit, aber Ball gespielt. Keine Minute später. Endlich die Berner einmal über rechts, über Meschak Elia. An allen vorbei. Auch am Torhüter. Und darum steht's 1:0 Ibe. Und was für eine Genugtuung für Elia, der Kongolese, der mit seinem Fehlpass den Gegentreffer im Hinspiel verschuldet hat, trifft jetzt im Rückspiel. Alles wieder ausgeglichen in diesem Playoff-Duell. Und ausgeglichen geht's weiter. Fabio Silva verfehlt für Anderlecht, ebenso wie auf der Gegenseite Jean-Pierre Nsame für Ibe. Einen Aufreger habe ich aber noch in der ersten Halbzeit. Anderlecht mit dem Corner. Anderlecht mit den Protesten. Weil Zesiger hier am linken Bildrand Hut wegräumt, aber die Pfeife des Unparteiischen bleibt stumm. Puh, Pause, Ibe atmet durch. Doch es geht gleich atemlos weiter. Erster Angriff in Durchgang 2. Anderlecht mit Amuzu. Zieht zur Mitte. Aber Garcia ist da. Der belgische Rekordmeister geladen. Schnell auf die andere Seite. Eckball Ibe. Rieder auf Iten. Da muss der Stürmer mehr draus machen. Kommt völlig frei zum Kopfball. Nach rund einer Stunde gibt es die große Wechselrochade. Gleich drei neue Berner kommen, unter anderem Lustenberger für Kamara. Der hat kurz zuvor Fabio Silva unsanft gestoppt. Das hätte gut und gerne die zweite Gelbe für ihn sein können. Es ist ein Nervenspiel geworden. Nur noch drei Minuten. Da steht Esposito plötzlich alleine und trifft. Der Italiener letzte Saison noch beim FCB ist der Matchwinner für Anderlecht. Denkste. Treffer zählt nicht. Hauchdünn stand Esposito beim Zuspiel von Refailov im Abseits. Heißt, Ibe-Trainer Vicky versammelt seine Männer. Spannung pur auf beiden Seiten. Verlängerung. Aber beide Teams sehr vorsichtig, schon 15 Minuten rum, ohne nennenswerte Gelegenheit. Da darf Rieder einen Freistoß treten. Rieder drüber. Immer noch 1:0. Ja, es geht um so viel, das ist allen anzumerken auf der Ibe-Bank. 111. Minute, diesmal die Belgier im Vorwärtsgang. Rama. Der Pfosten rettet für Ibe. Der sonst so starke Zesiger für einmal im Hintertreffen. Glück gehabt. Ibe eigentlich nur noch bei Standards gefährlich und eine letzte Chance bleibt hier. Der eingewechselte Rudani nimmt Maß. Ball ist heiß. Mias bringt nicht genügend Druck hinter den Ball. Und darum bleibt es beim 1:0, heißt Penaltyschießen. Aber wer aus diesem Kreis darf jetzt dran, wenn es richtig zählt? Zum Beispiel er, Kastriot Imeri, ist der dritte Ibe-Schütze. Bis jetzt alles in der Reihe. Bis jetzt, denn der Youngster scheitert. Damit Anderlecht im Vorteil. Jetzt kommt Sebastiano Esposito. Und der Mann mit Schweizer Vergangenheit trifft. Damit muss Ibe-Captain Fabian Lustenberger jetzt treffen, damit das Ding hier zumindest weitergeht. Aber er verschießt. Anderlecht außer Rand und Band. Und Ibe? Oh je, Mini, scheitert nach drei Fehlschüssen im Penaltyschießen. Den Europacup
gibt's für die Berner diese Saison nur am Bildschirm zu sehen.